Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier. Wann kam der Punkt, wo ich das erste Mal im Girl Mode unterwegs war? Das war ein langer, steiniger Weg, das kann ich euch sagen. Und zwar bin ich das erste Mal im Girl Mode unterwegs gewesen, permanent, ne? Ab da war ich nur noch im Girl Mode unterwegs. Im Oktober 2020. Und naja. Muss ich mich so weiter ausholen, warum ich so lange gebraucht habe und so weiter und so fort. Und zwar habe ich, oh Gott, das ist so bescheuert, weil ich so stolz jetzt bin auf meine Haare, das jetzt als Frau zu sagen. Aber ich sag's euch, weil es halt so ist. Ich habe im November 2019 die Haare auf 3 mm gehabt. Weil ich dann versucht habe, eine männliche Person zu schauspielern, habe ich mir so gedacht, ach, mach die Haare weg, kann ich lange schöne Haare haben, ich kann ja eh nie stylen, bürsten und all das Schöne machen, was Frauen können. Das habe ich innerlich gedacht, also mach die scheiß Haare weg. So, und seitdem war ich auch nie wieder beim Friseur. Aber meine Haare, die wachsen verdammt langsam. Jetzt sind 1,5 Jahre vergangen. Sind die Haare halt hier. Ich meine, das ist eine wunderschöne Länge, sieht super cute aus. Soll aber noch länger werden. Es geht darum, dass die Haare, da ich die halt so kurz hatte, sehr lange noch super kurz waren. Und naja, das Outing, das Trans-Outing, das war ja im März, Februar? So. Ich glaube März, Anfang März 2020, also 4 Monate danach. So. Und naja, ich sag mal so, hab ich halt gesagt, ja, ich bin Girl. Aber ich hatte halt diese super verdammt kurzen Haare. Ich kann mich nicht viel schminken. Soll ich euch mal sagen, wie meine Schminke aussah? Katastrophe. Ich meine, ich hab's schon immer gern gemacht. Ich habe schon immer heimlich gemacht, bevor ich geoutet war. Aber es war immer eine Katastrophe. Der Eyeliner sah so krumm und schief und kacki aus, als wäre ich ein fehlgeschlagenes Experiment gewesen. Die Wimpern waren auch nicht richtig toll. Nicht gut getuscht. Dann wurden nicht alle Wimpern mitgenommen. Es sah überhaupt nicht cute aus. Und nichts. Bronzer, Rouge, Highlighter habe ich gar nicht benutzt, habe ich doch nicht verstanden, wie es geht. Ich habe den Bart schon nicht richtig weggekriegt, beziehungsweise schien immer noch durch, konnte ihn nicht konzentrieren, ich war lange verzweifelt, lange keine Antwort gefunden, wie das weggeht. Und ja, auch der Lidschatten war auch nicht toll, eigentlich war nichts toll. Und wenn ich irgendwie was mit Contouring oder so gemacht habe, wie jetzt, ne, da sieht das ja richtig cool aus. Da sah das so, weiß nicht. Entweder sah man es nicht oder es war übertrieben. So ist es perfekt, finde ich. Auf jeden Fall war das Make-up grausam. Was wollte ich damit sagen? Make-up war grausam, Haare waren kurz und ich habe mich zwar innerlich wie eine Frau gefühlt, aber äußerlich halt gar nicht. Ich hatte keine Hormone. Ich hatte keine Hormontherapie, nichts. Ich hatte nichts. Und verstehe, es stand auf dem Ausweis. Richtig, falscher Name. Und in der Geburtsurkunde stand auch männlich. Was halt wie auch verkehrt ist. Was willst du machen? Das zu ändern ist ein langer, schwieriger Prozess. Und naja. Äußerlich sah ich auch überhaupt nicht weiblich aus, außer dass ich halt schon immer super dünn war. Schon eine weibliche Figur, was das betrifft, hatte. Keine breiten Schulter habe, dünne Arme habe, kleine Hände habe. Das stimmt natürlich schon. Das hatte ich schon immer. Aber das war es dann auch. Und für mich reicht das nicht, um halt als Frau rauszugehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, du bist aber auch valid, wenn du eine tiefe Stimme hast und Glatze hast und
gar kein Make-up hast und Vollbart hast. Es gibt Leute, die sagen das. Erzählt das bei der Gesellschaft. Und ich bin auch kein Fangirl davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man Frau sein möchte, dann will man Frau sein. In jeder Hinsicht. Da willst du alles perfekt haben. Gerade wir Frauen sind perfekt. Was Schminken, Make-up, Aussehen, Styling betrifft. Wie oft hört man das? Hey, was meinst du zu meinem Outfit? Und dann die Männer halt nur so, ja, ist okay. Und wir Frauen, wir braten uns. Und das ist so toll. Deswegen bin ich auch lesbisch unter anderem. Weil es einfach so toll ist, sich über Styling und Outfits auszutauschen. I love it so much. Und, naja. Sag mal so, du willst perfekt sein als Frau. Ich weiß halt nicht, wie bei Transmännern ist, willst du wahrscheinlich auch möglichst das alles anpassen, weil es einfach ein schönes Gefühl ist und die Euphorie richtig nach oben schießt, wenn man es erreicht hat. Sprich, du willst das alles machen. Und wenn dann einer nichts davon gemacht hat, ich habe ja auch meine Gangart, meine Redensart, meine Mimik, Gestik, ich habe ja alles angepasst. Das war übrigens gar nicht mehr so schwer, außer die Gangart. Weil ich früher mal gegangen bin wie so ein Penner. Echt, ich habe nur so die Füße so lang geschlieft. So, tschick, 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 tschick. Ich habe, glaube ich, mal meinen Jan gewonnen. Jetzt gehe ich so grazil auf eine Linie und einfach schön. Schon ein kleiner Model-Award. Okay. Was ich damit sagen möchte ist, wenn du ein schlechtes Passing hast, sagt dir die Gesellschaft, nee. Dann wirst du misgendert, wirst schlecht behandelt, Leute beleidigen dich. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wirst ausgegrenzt und. Nee, das wird so einfach nicht. Sprich, du kannst zwar vielleicht valid sein, wenn du dich innerlich so fühlst und wirklich hinterstehst, dann respektiert das auch. Aber die Gesellschaft wird es nie anerkennen. Wenn das Passing nicht gut ist. Ich habe zwar jetzt keine Tasche, aber stell dir mal vor, ich würde jetzt. Oh Gott, das ist so dumm. Stellt euch einfach mich mit kurzen Haaren vor. Stellt euch vor, dass ich jetzt die Hände in den Taschen habe. Und dann bestelle ich einen Burger. Bei Burger King. Oder bei McDonald's. Und dann rede ich so. Jo, ich möchte dann den Big Tasty und zwei große Pommes. Und, naja, du hast eine tiefe Stimme, du hast wahrscheinlich ein scheiß Make-up oder gar kein Make-up, weil du es noch nicht richtig geübt hast, perfektioniert hast, kurze Haare, Mimik, Gestik ist nicht da. Und dann erwartest du, dass die Leute dich direkt richtig gendern, wenn nichts da ist. Nee, tun sie nicht. Und dann kommen wieder Leute, oh, ich wurde misgendert. Das Ding ist halt, aber es ist schon ein bisschen anstrengend. Und da ich so eine Perfektionistin bin und einfach gemerkt habe, hey, deine Stimme ist kacki. Ohne Scheiß, ich habe das Video gemacht, guckt euch das Video an, meine Stimmen-Transition. Aber meine Stimme war halt erst schon relativ tief, I guess. Da habe ich die natürlich noch tiefer geschauspielert. Und dann hatte ich halt so die Transition-Stimme. Und die war halt so komisch, nasal und richtig schrecklich. Das war die schrecklichste Stimme ever. Und mit der war ich halt auch sehr lange nicht zufrieden. Nein. Die klang dann irgendwie so, ich kann die halt gar nicht mehr nachmachen. Die klang auf jeden Fall nicht weiblich. Sprich, du hast keine weibliche Stimme, du hast noch kurze Haare. Dein Make-up ist kacki. Ich hatte nur 2-3 Parfüms, was jetzt natürlich nicht schlimm ist. Es gibt Frauen, die haben wahrscheinlich gar keine Parfüms, gerade in Deutschland. Ich meine, ich bin ein Parfüm-Fangirl und alles. Ah, sorry, Mikro. Ich bin ein Parfüm-Fangirl. Und ich erwarte nicht, dass nur ansatzweise jemand so enthusiastisch mit Parfüm ist wie ich. Aber so ein cooles Parfüm und eine Auswahl Parfüm ist die Outfit und streng kann ich nicht schauen. So, und Hormone hatte ich auch nicht.
Gangart fand ich gut, Mimik fand ich gut, Gestik fand ich gut, alles kacke. Und deswegen habe ich mir gesagt, Girl, du gehst noch nicht als Frau raus. Fahre ich halt immer noch green unterwegs. Ihr kennt ja mal eines Hemdchen, was pink ist, ist eigentlich auch eine Frauenbluse. Aber das habe ich halt als Mann. Oh, ich finde das so blöd. Ich finde das so blöd zu sagen Mann, weil ich ja scheinbar weiblich war. Aber wo ich halt geschauspielt habe. Okay, als Geschauspieler und Mann habe ich das halt auch getragen, nie jemand was gesagt. Ist halt relativ unisex. Würde ich doch fast sagen, auch wenn eine Damenbluse stand. Das ist für mich unisex. Klar, ist das jetzt nicht super maskulin, aber deswegen ja auch unisex. So, und das Hemdchen, das hatte ich eigentlich fast immer. Diese Damenbluse. Und eine Jeans ist halt auch theoretisch unisex. Klar, es war damals eine Männerhose, die sowieso nicht gepasst hat. Da musste ich eigene Löcher in den Grill stechen, damit sie dann gepasst hat. Und es war schon super slim, weil Girl halt nicht für Männerhosen gemacht ist. Habe ich einfach nicht den Körper dafür ab. Schon damals nicht. Wie gesagt, ich war schon immer so dünn. Schon immer nicht wie ein Mann gebaut. Klar, hatte ich noch keine Brüste und so. Ja, das kommt auch noch dazu. Hatte ich natürlich auch nicht. Wenn du keine Brüste hast, ist es auch ein bisschen kacke, dann ein Kleid oder so anzuziehen. Die teilweise sogar so geschnitten sind, dass die Brüste betont sind. Deswegen. Vor allem war ich bei Transparator in Oldenburg, das war im Juni 2020. Und die haben mich da auch gefragt, hey, wie lange sind Sie denn schon geoutet? Warum sind Sie hier nicht komplett weiblich unterwegs, wenn Sie trans sind? Ich so, hören Sie mal zu. Soll ich, sehe ich denn komplett aus wie eine Frau so? Heute weiblich, oder nee. Diskriminierung ist halt, das wäre so hoch. Wenn das nicht richtig gut ist. Und er hat sie das so verstanden. Und die war halt auch neugierig. Und deswegen habe ich einfach nicht die Power gehabt, dann zu sagen, komm, mach's du Mädchen. Und im Oktober, da habe ich halt um die Hormone gekämpft. Hab sie nicht bekommen und war ich verzweifelt. Hab traurig geschrieben, hey, ich brauche wirklich Hilfe in Oldenburg. Kann mir jemand helfen? Ich bin super traurig. Weil ich halt die Hormone nicht bekommen habe und der Arzt mir nur Tests machen wollte und es war Schikanierung pur. So. Und da hat sich eine gemeldet, die war halt auch trans. Die hat dann ein bisschen Druck gemacht, mir geholfen und mich da auch mal bei sich eingeladen. So, bin ich da hingegangen. Aber bis ich da hingegangen bin, war es halt ein bisschen schwer. Ich habe so gesagt, nee, ich habe aber keine Lust, jetzt mit Männerkleidern zu dir hinzukommen. Klamotten meine ich. Und ja, ich würde schon gerne weiblich tatsächlich da hingehen. Da waren die Haare halt noch kurz und hast du nicht gesehen. Und ich so, ich kann das auch nicht. Ich kann das auch nicht. Und sie hat immer wieder gesagt, ach komm, Girl, das schaffst du, das kriegst du hin. Du siehst doch süß aus. Und keine Ahnung, es ging hin und her und irgendwann habe ich gesagt, okay, we just do it. Dann direkt mit der pinken Jacke, mit Hotpants, mit Strumpfhose, mit roter Lederhandtasche, also richtig bitchy. Ich sag einfach, wie ist das? Weil meine Handtasche ist schon bitchy. Ich kann auch eine Bitch sein, wenn mir falsch kommt. Es ist zwar schwer, dass ich richtig Bitch hier werde, aber kann passieren. Gerade wenn ich meine Tage ab. Von daher, ich liebe die Handtasche einfach nur. Und ja, das komplette Programm, auch wenn die Stimme noch nicht gut war, war ja komplett egal. Ich war nur auf dem Weg zu ihr. Muss ich ja nicht reden. Da war mir das egal, aber das war wirklich das erste Mal, wo ich komplett girly unterwegs war. Es war eindeutig feminin. Und Make-up, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es perfekt war, aber es wurde halt schon besser. Das habe ich auch immer in der Zwischenzeit geübt. Also ich habe mir ja auch professionelle Make-up-Artists angeschaut, dass es besser wird. Damit es halt irgendwann so perfekt ist, wie heutzutage. Ich liebe Make-up. Ich will jetzt nicht sagen, ja, ich bin Make-up-Artist, aber das ist schon gut. Naja, und da bin ich halt nachts wieder nach Hause gegangen von diesem Mädelsabend.
Und naja, da habe ich ihr so geschrieben, soll ich dir was sagen? Das fand ich richtig geil. Einfach mal so zu sein, wie man noch innerlich ist. So als Frau rauszugehen. Das hat mir so Power gegeben, ich habe mich so wohl gefühlt. Und seitdem habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Selbst wenn nicht alles perfekt ist, es geht ja in eine perfekte Richtung langsam. Du machst jetzt nur girly Sachen. Ich habe nur noch Mädchensachen angezogen. Klar, Kleider und so habe ich mich noch nicht getraut, außer hier im Haus. Aber man muss auch sagen, es war schon zu kalt. Es war ja Oktober. Es war ja alles kalt. Und ich war damit Hot Pants, weil ich die einfach unbedingt anziehen wollte. Wie gesagt, ich friere leicht, aber ich werde nie krank. Und losterweise bin ich ja dann auch, was weiß ich, so einkaufen gegangen. Seitdem bin ich auch weiblich einkaufen gegangen. Und da musste ich auch reden. Aber da hat keiner was gesagt, das Passing war wohl schon immer da. Auch wenn ich das nicht so gesehen habe. Weil es halt selber mal kritischer zu sich selbst als andere zu allen. Sprich, selbst wenn ich sage, meine Stimme war kacki und ich sah scheiße aus, dann müssen andere es nicht unbedingt so wahrgenommen haben. Weil, wie gesagt, ich habe noch nie was Negatives erlebt. So transmäßig. Beim Passing schreiben wir scheinbar so lieber. Weil ich halt ab einem gewissen Punkt, wo ich mir dachte, ja, jetzt kannst du ungefähr wagen, dann erst Girl Mode gegangen bin. Das ist mein Geheimrezept. Weil ich glaube, wenn du zu früh Girl Mode gehst und es sind noch zu viele Flaws drin und dann erlebst du halt Diskrimination im Alltag und es zieht dich runter und du hast noch weniger Lust, im Girl Mode unterwegs zu sein. Und kann ich verstehen, wenn man das erst ein bisschen später macht. Was ich aber damit auch sagen möchte, ist so das Fazit. Leute, wenn ihr euch wie Mädchen fühlt, macht es. Arbeitet an allen Sachen und zieht ruhig das an, was ihr anziehen möchtet. Wenn ihr ein Kleid anziehen wollt, macht es. Wenn ihr einen Minirock anziehen wollt, macht es. Macht einfach, was euch gefällt. Zieht das an, womit ihr euch identifiziert. Hat ja keinen Sinn, sich da in irgendwelche Kleider zu zwingen. Ich sag mal Kleider, weil ich schon nicht das weibliche Denken habe. Kleidung, meine ich. Von Männern reinzuzwingen, wenn man sich da einfach nicht drin wohlfühlt. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen lasst es. So. Und ja. Stimmt, das muss ich auch noch erwähnen. Im Dezember. Nee, ich glaube schon Ende November. Ja, Ende November habe ich auch alle männlichen Sachen weggeschmissen. Und das war so ein geiles Gefühl. Graue Tonne auf. Ich habe gefühlt die gesamte graue Tonne voll gemacht. Mit meinen kompletten Scheiß. Viele Scheiß. Ich habe die Kleidung immer gehasst. Aber nie was, wo ich sage, oh, das ist voll toll. Das sieht so cute aus. Männermode und cute. Da haben wir schon das Problem. Von daher war es einfach ein super befriedigendes Gefühl, den Scheiß alles wegzuschmeißen. Tja, seit Oktober immer Girlmode, wird auch so bleiben und seitdem geht's back off. Ich werde immer glücklicher und ja, am 12. Oktober, da habe ich auch dann die Hormone bekommen. Wie gesagt, ich war am 7. Oktober irgendwie bei der Freundin. Und am 12. habe ich dann die Hormone bekommen und seitdem ist es dann noch einfacher. Weil jetzt sind wir Brüste, jetzt wird der Körper immer mehr feminin. Noch leichter zu passen, noch leichter eine Frau zu sein. Von daher, anstatt dass es schwerer wird, wird es immer leichter. Es geht nur bergauf. Wie gesagt, kleiner Tipp an euch. Macht das, was ihr für richtig haltet, nur wenn ihr es zu früh macht. Wegen Girl Mode zu benutzen. Wenn ihr transfeminin seid, dann kann es passieren, dass die Gesellschaft euch nicht akzeptiert, diskriminiert wird oder misgendert wird oder blöde Erlebnisse habt. Deswegen wählt einfach einen Punkt, wo ihr denkt, könnt ihr auch mit Freunden, Freundinnen drüber sprechen, wo ihr dann denkt, hey, jetzt ist ja eigentlich schon voll viel weiblich. Ich glaube, ich mache jetzt nur Girl Mode. Und so habe ich das gemacht. Und ich habe nie was Negatives erlebt. Von daher, das war mein Video.
Daumen, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecile. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!